ein denkwürdiger Abend. Wie bewerten Sie, fangen wir damit direkt gleich an, die Leistung des Schiedsrichters heute Abend? Ich würde gerne mehr über Fußball reden. Ich finde, wir haben ein tolles Fußballspiel gesehen. Ein richtiges Spitzenspiel, ging hoch und runter, Chancen auf beiden Seiten. Erste Halbzeit. Da waren natürlich die Szenen mit dem Schiedsrichter wichtig und Sie sind nachher mit Gelb-Rot. Ja, aber vielleicht möchte ich gar nicht über den guten Mann reden. Aber vielleicht würden wir gerne wissen, was da passiert ist aus Ihrer Sicht. Ja, wir haben es ja jetzt alle, finde ich, schon gesehen und auch gehört. Ich glaube, dass der Elfmeter an Marco Reus, der nicht gegeben wurde, ein Elfmeter ist. Und ich glaube, dass das Handspiel vom Mats Hummels, wo er nicht mal den Ball sieht, wo er noch stolpert, wo er am Ende völlig unglücklich mehr oder weniger den Ball an die Hand bekommt, zumindest ein streitbarer Elfmeter ist, wenn man das so entscheidet. Und es ist einfach schade, dass so ein Spiel so entschieden wird, weil ich finde, dass das Spiel einen anderen Ausgang und möglicherweise auch andere Entscheidungsfindung verdient hätte. Also waren die Entscheidungen des Schiedsrichters schon ausschlaggebend für dieses Spiel oder haben eine wesentliche Rolle gespielt? Herr Zweier kann ruhig noch ein paar Mal BVB pfeifen. Wir sind hier, wir sind bereit, wir bereiten uns vor auf all das, was kommt. Wir können uns noch ein paar Steine und Stöcke in den Weg werfen, aber wir machen weiter.